Sie rollt ohne Probleme herein und mit meiner Hilfe hüpft sie auf das Bett. Na also, viel gemütlicher als dieser dumme Rollstuhl. Ein zufriedenes Seufzen hängt in der Luft und eine Minute lang starren wir uns nur gegenseitig an. In diesem Moment bemerke ich die Ringe um Emis Augen. Sie sind nicht sehr dunkel, aber sie waren mit Sicherheit vorher nicht da. Bevor ich danach fragen kann, fixiert mich Emi mit einem schelmischen Blick. So, ich habe bemerkt, dass du heute nicht beim Mittagessen warst. Um genau zu sein, habe ich dich überhaupt nicht gesehen. Was ist passiert, hm? Eingeschlafen. Ich bin gar nicht vor Mittag aufgewacht und das auch nur, weil Kenji mich geweckt hat. Und warum warst du so müde? Anstrengendes Training heute Morgen. War auch etwas unangenehm. Emi hustet. Ein halb lachendes, halb verlegenes Geräusch. Erinnere mich daran, dass wir das nicht noch einmal machen. Kein Problem. Um ehrlich zu sein, war es für mich auch nicht so toll. Wir lassen das einfach in Zukunft bleiben. Tut es noch weh? Emi starrt mich ungläubig an. Was? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine der Fragen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mir einmal jemand stellen wird. Naja, ich hätte nie gedacht, dass ich sie einmal jemanden stellen würde, also sind wir quitt. Emi lacht. Sieht so aus, nicht wahr? Naja, weil du gefragt hast, ja, es tut noch ein wenig weh. Wir werden das nie wieder tun. Kein Einspruch von mir. Sie gähnt und ich schaue sie fragend an. Müde? Emi nickt schläfrig. Hab nicht gut geschlafen. Nicht gut geschlafen. Ich merke, dass sie mir noch nicht einmal das erzählen wollte, denn sie erschrickt, als wäre sie beim Lügen ertappt worden und fügt hastig hinzu. Na, es ist aber nicht so schlimm. Was ist los? Emi zuckt mit den Schultern und weigert sich, mehr zu sagen. Stress wegen der Prüfung? Ein weiteres Schulterzucken, aber nach einer Pause nickt Emi zögerlich. Ja, wahrscheinlich. Um ehrlich zu sein, bin ich deswegen hier. Sie sieht von Moment zu Moment unglücklicher aus. Natürlich nicht so offensichtlich, aber ihr Blick ist gesenkt. Sie windet sich und ihre Stimme ist ganz leise. Wir können nicht mehr so viel zusammen rumhängen. Hä? Warum? Emi holt tief Luft, als hätte sie das einstudiert. Weil ich mit dir zusammen zu viel Spaß habe. Und ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du in meiner Nähe bist. Wenn jetzt bald die Prüfungen sind, kann ich mir diese Ablenkung nicht leisten. Sagt diejenige, die uns heute Morgen in den Schuppen gelockt hat, wo sie gar keine Handschuhe brauchte, aber unter diesem Vorwand, um dann mit uns einen Stelldich einzuhaben. Alles klar. Ansonsten werden meine Noten ziemlich lausig sein, fürchte ich. Ich könnte dir beim Lernen helfen. Sie lächelt mich an. Es ist offensichtlich, dass ihr diese Situation so wenig gefällt wie mir. Das wäre toll, aber wir würden nicht wirklich lernen, oder? Ich meine, sogar jetzt versuche ich mit dir zu reden, aber im Grunde will ich einfach nur, Blumen und Bienchen und so, ne? Nicht reden. Ah. Ich verstehe, du bist überwältigt von meiner wilden, unnachahmbaren, mega, ultra, super, überdimensionalen, wilden Männlichkeit. Das entlockt dir zumindest ein Grinsen. Emi schüttelt den Kopf. Idiot, du bist so selbstverliebt. Naja, ich bin schon ziemlich unwiderstehlich. Mehr oder weniger, denke ich. Also, so sieht's aus, Isao. Mit dir habe ich zu viel Spaß und wenn ich mich auf meine Prüfung vorbereiten will, muss ich allein sein. Hey, das ist schon okay. Das scheint dir wirklich auf dem Herzen gelegen zu haben. Außerdem sind es ja nur ein paar Wochen und wir sehen uns immer noch morgens und beim Mittagessen. Wir können uns auch einfach in der Schule treffen, kein Problem. Und nach den Prüfungen gehen wir zusammen aus, um zu feiern, dass sie vorbei sind, okay? Emi grinst. Der Vorschlag scheint ihr zu gefallen.
Ja klar, das hört sich großartig an. Als ob sie das Ende dieses Gespräches signalisieren will, lehnt sie sich nach vorne und küsst mich. Den Rest der Nacht verschwenden wir keinen Gedanken mehr an die Prüfungen. Also, ist es nochmal passiert? Oder wie? Tja, wir haben einfach einen Schultag geschwänzt. Es ist schon seltsam, wie einfach es für Amy und mich ist, uns nach dem Unterricht nicht mehr zu treffen. Ich würde sogar sagen, dass es mir ein wenig Angst macht. Genauso natürlich, wie wir zusammengekommen sind, so problemlos verläuft auch unsere Trennung. Naja, das stimmt nicht so ganz. Nach unserer letzten gemeinsamen Nacht waren wir beide ziemlich down. Und wir sehen uns ja noch jeden Morgen zum Laufen. Wirklich, nur zum Laufen. Und zum Mittagessen. Die Mittagspause mit ihr genieße ich besonders. Dann haben wir genug Zeit, um über alles Mögliche zu reden, während unsere morgendlichen Treffen ziemlich mechanisch ablaufen. Weil Amy unsere Dummheiten in dem Lagerschuppen wiedergutmachen will. Aber egal wie viel Blödsinn wir beim Mittagessen machen, bin ich trotzdem ein wenig besorgt um sie. Sie wirkt nun öfter abgelenkt und mir ist mehr als einmal aufgefallen, dass sie ziemlich nervös ist. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich so viele Gedanken über die Prüfung machen würde, aber die scheinen sie ganz schön mitzunehmen. Meine Vermutung, sie ist sowas von in uns verknallt und dass sie, nachdem sie gehört hat, dass wir in den Physikclub gegangen sind und jetzt fleißig Physik lernen und eventuell auf einer Universität dann Physik studieren gehen werden oder so, und dass sie jetzt versucht, ihre Noten dementsprechend aufzubessern, um vielleicht, naja, unseren Fußstapfen zu folgen und ebenfalls ausreichend gute Noten zu bekommen, um es auf einer Universität zu schaffen und daher den Fokus aufs Lernen legen will. Oder es bedrückt sie tatsächlich familiär und die ganze Rollstuhl- und sie kann nicht laufen-Situation so sehr, dass sie sich jetzt gerade irgendwelche Sachen einredet und uns aber nicht wirklich in ihre wahren Gefühle einweiht. Tja, eins von den beiden wären jetzt so meine ersten Vermutungen. Ja, obwohl sie, also die Prüfungen, noch gar nicht angefangen haben. Das ist nur das Warmlaufen, das Atemholen vor dem Startschuss, die Ruhe vor dem Sturm. Morgen geht es erst richtig los. Mit den Prüfungen, meine ich. Ich selbst mache mir über die Prüfungen gar nicht so viele Sorgen. Ich weiß nicht genau warum. Ich meine, sie sind schon ziemlich wichtig. Meine Noten werden meine Chancen beeinflussen, auf eine gute Uni zu kommen. Himmel, wenn ich sie zu sehr auf die leichte Schulter nehme, könnte das meine Karrierechancen ruinieren. Aber so kurz davor bin ich einfach zuversichtlich, dass ich sie gut hinter mich bringen werde. Sagst du, nach dem Zeitsprungwechsel, nach einem Tag, wo du einen Schultag komplett geschwänzt hast. Moto denkt das jedenfalls, dass die Naturwissenschaftsprüfung für mich kein Problem sein wird. Oder wie er es ausdrückt, über meine Prüfung solltest du dir am wenigsten Sorgen machen, Hisao, und die ist für dich kein Problem. Allerdings ist das Moto, der mir das erzählt. Sein Lob impliziert irgendwie, dass alles, was schlechter ist als ein perfektes Ergebnis, eine Enttäuschung für ihn wäre. Und deshalb mache ich mir mehr Gedanken über diese Prüfung, als ich eigentlich sollte. Aus diesem Grund bin ich auch nach Unterrichtsschluss noch in der Bibliothek und brüte über einem Schulbuch. Ziemlich einfache Dinge. Ein paar Formeln zur Geschwindigkeit, etwas über körperliche ganz allgemeine Reibung. Ein Kinderspiel verglichen mit der gefürchteten Englischprüfung. Ich war noch nie gut mit Fremdsprachen. Während ich noch einmal durch meine Notizen blättere, beginnen meine Gedanken abzuschweifen. Wenn diese Prüfungen vorbei sind, sollte alles wieder leichter werden. Bald machen wir unseren Abschluss. Dann hoffentlich zur Uni. Ich erinnere mich an meinen fehlgeschlagenen Versuch herauszufinden, was Amy nach der Schule machen will. Sie ist dem Thema ziemlich geschickt ausgewichen, wenn ich mich recht erinnere. Verdammt, es scheint, als ob sie jedes Mal das Thema wechselt, wenn ich zu direkt frage. Oder mich auf andere Art ablenkt. Wie vor ein paar Tagen in der Mittagspause, als Rin nicht da war. Hä? Ich hab's geschafft! Yukos triumphierender Schrei reißt mich aus meinen Gedanken. Hä? Yuko scheint ihr Gefühlsausbruch extrem unangenehm zu sein. Oh Gott!
Es tut mir so leid. Ich habe nur gerade... und ich war wirklich nicht... Es tut nur das... Während sie noch nach Worten sucht, versuche ich, sie schnell zu beruhigen, bevor sie sich zu sehr aufregt. Hey, schon gut. Meine Worte scheinen keine Wirkung zu haben. Yuko steigert sich immer mehr in etwas hinein. Und das ist deine Bibliothek und ich sollte nicht... Schon gut, beruhige dich einfach. Und ich bin ein ganz schlechtes Vorbild und dann werden sie mich feuern, weil ich einfach nichts richtig machen kann. Yuko! Schreien scheint zu helfen, obwohl ich mir die Missbilligung von einigen anderen Schülern in der Bibliothek zuziehe. Yuko versteift sich wie ein Soldat, der gerade einen Befehl von seinem kommandierenden Offizier erhalten hat. Tut mir leid, tut mir leid. Beruhige dich. Ist schon okay. Du hast mich nur ein wenig erschreckt. Und das auch nur, weil ich geträumt habe, anstatt zu lernen. Also hast du mir im Grunde geholfen, wieder zur Sache zu kommen. Das ist eine glatte Lüge, aber sie scheint zu helfen. Yuko atmet tief durch und scheint sich ein wenig zu beruhigen. Obwohl sie immer noch sehr nervös zu sein scheint. Wo habe ich das in letzter Zeit schon mal gesehen? Also, warum warst du überhaupt so aufgeregt? Der Bücherdieb von Yamaku. Erstaunlicherweise gelingt es Yuko, ihre ganze Aufregung in einem Flüstern zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich habe einen anonymen Hinweis zu seiner Identität erhalten. Also habe ich ein wenig spioniert und ich glaube, der Hinweisgeber hatte recht. Ach wirklich? Und wer war dieser Bücherdieb? Yuko schließt ihren Mund und schüttelt entschieden den Kopf. Nein, das kann ich dir nicht sagen. Warum nicht? Das ist eine Sache zwischen mir und dem Bücherdieb. Ich kann nicht riskieren, dass du ihn warnst, dass ich auf seiner Spur bin. Er könnte seine Karten zu früh aufdecken und die Fliege machen. Dann säße ich ganz tief in der Tinte. Wann hat Yuko angefangen zu reden wie ein Detektiv in einem Film noir? Ich würde ihn nicht warnen. Warum sollte ich das tun? Wenn du es fragen musst, dann brauchst du es nicht zu wissen. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber gut. Ich denke, Glückwünsche sind angebracht. Danke. Wofür? Die Sache mit dem Bücherdieb. Yuko nickt und lächelt mich dankbar an. So, und du lernst also für die Prüfung? Naja, das hatte ich jedenfalls vor. Es klappt aber nicht so richtig. Wirklich? Fehlt dir ein bestimmtes Buch? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte schon seit Wochen die Regale aufräumen, aber immer kommt mir was dazwischen. Es tut mir so leid. Hey, warte. Das ist es nicht. Ich habe mein Buch hier. Um das zu unterstreichen und Yuko hoffentlich zu beruhigen, deute ich auf das Lehrbuch vor mir. Ich bin nur dauernd abgelenkt. Das ist alles. Liegt es an dem Lärm hier drin? Ich versuche ja strenger zu sein, was den Lärmpegel angeht, aber ich schaffe es einfach nicht, Leute anzuschreien. Ich meine, sie haben es schon schwer genug im Leben, ohne dass ich hier meine Autorität heraushängen lasse. Nein, es liegt auch nicht am Lärm, versprochen. Ich mache mir nur... Verdammt, ich weiß es nicht. Sorgen um Emi, Sorgen um uns, Sorgen darüber, was nach unserem Abschluss passieren wird. Emi ist in letzter Zeit etwas seltsam. Wie meinst du das? Naja, du weißt, dass wir zusammen sind. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir auch wirklich, du weißt schon, ein Paar sind. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mehr sind als Freunde. Obwohl Freunde normalerweise nicht das tun, was wir tun. Körperlich sind wir ein Paar. Aber das Thema war ja, glaube ich, auch schon in den Kommentaren angesprochen, dass das, was wir mit Emi haben und das, was Rin oder so beschreibt, vielleicht eher auch so ein bisschen, oder was generell Beziehung ist, Freundschaft plus. Ich habe auch eine meiner ersten Tandempartnerinnen, die einen japanischen Freund hat, die auch ihren Freund nicht so wirklich als, ja, dass sie ihn liebt oder so bezeichnet, sondern das ist sozusagen wie ihr bester, engster und dem sie alles vertrauen kann, Kumpel, also Freund tatsächlich ist die Beziehung. Also so fühlt es sich für sie an in der Beziehung. Also ja, kann ich durchaus in gewissem Maße nachvollziehen. Körperlich sind wir ein Paar. Zumindest paaren wir uns. Schön ausgedrückt. Es ist, als ob sie jedes Mal, wenn ich mehr über ihr Leben oder ihre Pläne für die Zukunft herausfinden will, sie der Frage ausweicht. Zum Beispiel habe ich neulich beim Mittagessen mit ihr über ein paar Unis geredet, die ich mir angeschaut hatte. Und ich habe sie gefragt,
Hast du dir in letzter Zeit irgendwelche Unis angeschaut? Und sie zuckt nur mit den Schultern, sagt nein, und wenn ich sie nach dem Warum frage, sagt sie, dass sie nicht so weit vorausplant. Ich frage sie, warum nicht, und sie... Ich begreife plötzlich, was ich gerade erzählen will, und beschließe, besser den Mund zu halten. Was hat sie gemacht? Sie hat das Thema gewechselt. Wollte nicht darüber reden. Vielleicht ist es ein unangenehmes Thema für sie. Oder sie denkt einfach, es erklärt sich von selbst. Ja, aber das ist nicht alles. Immer wenn ich versuche herauszufinden, was sie bedrückt, wechselt sie auch das Thema. Es ist, als ob sie gern mit mir zusammen wäre, mich aber nicht an sich heranlassen würde. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, fühle ich mich noch schlimmer. Yuko denkt über das nach, was ich gesagt habe. Weißt du, mir scheint es so, als wäre es dir mit der Beziehung weit ernster als ihr. Ich kann fast den Eisklumpen fühlen, der sich in meinem Magen bildet. Sie hat recht. Genau so sieht es aus. Aber ist es wirklich so? Ich meine... Tut mir leid, ich rede nur Blödsinn. Du solltest von mir keine Ratschläge annehmen und du kennst mich ja kaum. Ich bin nur die Bibliothekarin und ich bin Single, also kannst du dir ja denken, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich rede. Nein, ich denke. Ich denke, du hast recht. Auch wenn es weh tut, darüber nachzudenken. Yuko scheint verzweifelt nach einer Möglichkeit zu suchen, mich zu trösten. Huch. Schau mal. Ich liege wahrscheinlich komplett falsch, aber wenn du ganz sicher gehen willst, wie total falsch ich liege, solltest du vielleicht einfach mit ihr reden. Wenn ihr mal allein seid, sprich sie einfach darauf an. Und lass sie nicht das Thema wechseln. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Oder vielleicht sollte ich mich einfach mit dem zufrieden geben, was ich habe. Immerhin haben wir doch Spaß, wenn wir zusammen sind, oder? Und das gemeinsame Laufen ist schön. Und die anderen Aktivitäten sind schön. Und mit ihr zu reden ist auch schön. Muss ich ihr wirklich näher kommen? Was ich habe, ist doch ziemlich gut. Aber das ist dämlich. Ich will ihr näher kommen. Ich will ihr helfen können, was auch immer sie bedrückt. Aber vielleicht sollte ich warten, bis die Prüfungen vorbei sind. Vielleicht ist sie ja besser gelaunt, wenn der Stress vorüber ist. Wenn das alles ist, dann brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen. Aber wenn nicht, dann... Naja. Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Ich danke Yuko für ihre Ratschläge und gehe zurück in mein Zimmer. Vielleicht kann ich mich hier besser aufs Lernen konzentrieren. So, vergehen weitere Tage.